Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die 5 besten Carports. Wir haben die Carports in diesem Video weder nach der Funktionalität noch nach den Preisklassen geordnet. Unser Ziel ist es heute einfach, euch 5 verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern vorzustellen, sodass ihr erst einmal einen guten Überblick über die aktuell besten Modelle auf dem Markt bekommt und für euch auch entscheiden könnt, welches am besten zu euch passt. Also wie gesagt, wir werden euch die Carports nun nacheinander vorstellen. Für weitere Infos zu den Modellen und um sie auch gleich zu bestellen, könnt ihr mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort haben wir alle auf Amazon verlinkt. Starten wir nun mit dem ersten Modell, einer unserer absoluten Favoriten. Es geht um das Perrim Canopia Arizona. Dieses Carport gefällt uns vor allem wegen seinem Design so außerordentlich gut. Diese freistehende Struktur macht einfach optisch wirklich etwas her und bietet zudem auch ein großes Nutzvolumen und sorgt damit für weniger Platzbedarf am Boden. Insgesamt ist das Modell 4,95 Meter lang, 2,89 Meter breit und an der höchsten Stelle 2,73 Meter groß. Das Modell an sich besteht aus einer hochbelastbaren Aluminiumstruktur mit einer außerordentlich hohen Dicke sowie Rostbeständigkeit. Das Dach besteht aus Polycarbonatplatten, welche sehr stoßfest und auch teilweise lichtdurchlässig sind. Dabei lassen sie aber UV-Strahlen und einen Großteil der Wärme draußen. Sie sind 100% UV-beständig und halten im Winter auch sehr große Schneemassen aus, nämlich 75 Kilogramm pro Quadratmeter. Auch ist das ganze Gestell bis zu 120 km/h windbeständig, ein nicht nur optisch äußerst ansprechendes Carport, sondern auch noch ein sehr, sehr stabiles. Das unterstützt der Hersteller Perrim nochmal mit einer 10 Jahre Herstellergarantie. Mehr Infos zum Modell und die Möglichkeit, dieses gleich zu bestellen, findet ihr über den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Als Alternative, ebenfalls vom Hersteller Perrim, kommt das Arcadia Carport. Dieses gibt es in verschiedenen Größen bzw. Längen, angefangen von 4,30 Meter bis hin zu sogar 12,70 Meter in der längsten Ausführung. Bei dieser Überdachung handelt es sich um eine robuste Aluminiumkonstruktion mit lichtdurchlässigem, aber trotzdem schattenspendenden Polycarbonatdach. Dieses trägt eine Schneelast von bis zu 150 Kilogramm pro Quadratmeter, also nochmal doppelt so viel wie das Carport Canopia. Auch irgendwo logisch, es handelt sich um eine doppelte Konstruktion, welche nicht nur äußerst gut aussieht, sondern eben deshalb auch sehr stabil ist. Zudem dabei ist hier eine Regenrinne, die Pulverbeschichtung und deshalb auch die hohe Rostresistenz des Alurahmens, sowie auch die schnelle Bau- und Konstruktionsweise des Modells, durch das man das Carport im Nu aufstellen kann. Auch hier hat man wieder vom Hersteller eine 10 Jahre Garantie dabei. Es ist ja derselbe Hersteller wie beim zuerst vorgestellten Modell. Designtechnisch natürlich nicht gleich so ein Eyecatcher wie das Perrim Canopia Arizona, aber das Arcadia macht eben seinen Job, da es ein sehr stabiles, wetterbeständiges und auch schattenspendendes Carport für einen sehr fairen Preis ist. Mehr Infos zum Perrim Arcadia erfahrt ihr über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Um noch mehr Abwechslung in dieses Video hineinzubringen, möchten wir euch als nächstes den Mirador Classic von Sorara vorstellen. Es handelt sich an für sich um einen Pavillon, welcher aber, auch so vom Hersteller beworben, als Carport verwendet werden kann. Dafür entscheidet man sich entweder für die 3x4 Meter Variante des Modells oder kauft sich gleich zwei 3x3 Meter Pavillons und stellt diese hintereinander auf. Das Besondere an diesem Modell ist, dass es sich hier nicht nur um eine äußerst stabile Aluminium-Stahl-Konstruktion handelt, welche sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen pulverbeschichteten Optik verfügbar ist, sondern dass man den Mirador auch noch durch die integrierte Kurbel oben öffnen oder schließen kann. Mit diesem Modell hat man also die Wahl, ob man mehr oder weniger Licht oder Schatten nach unten hineinlassen möchte. Man kann durch die Weite der Kurbel sogar ganz genau bestimmen, inwieweit die Lamellen sich öffnen oder schließen sollen, wodurch man nicht nur das Licht kontrollieren kann, das ins Innere kommt, sondern auch den Luftzug. Wenn das Dach und die Lamellen geschlossen sind, ist das Modell natürlich komplett wasser- und auch lichtabweisend und das Innere ist geschützt. Ja, mal eine etwas andere Alternative, aber nicht nur von manchen Testportalen, sondern auch schon von den ein oder anderen Kundenbewertungen haben wir mitbekommen, dass das Sorara Mirador gerne vielseitig sowohl als Terrassenüberdachung als auch als Carport eingesetzt wird. Wie wir finden, eine ja, sehr interessante Alternative, bei der man sich mal überlegen sollte, ob die für einen in Frage kommt. Mehr Infos zu diesem Modell über den dritten Link in der Videobeschreibung. Als viertes und fünftes möchten wir euch, versprochen, nun noch zwei klassische Modelle vorstellen. Als viertes das Swingline Carport von Cymax. Dieses ist ebenfalls wieder eine freistehende Struktur und erinnert damit doch schon an das Perrim Canopia Arizona. Wie versprochen möchten wir euch aber verschiedene Modelle vorstellen und so unterscheidet sich auch das Cymax Swingline wieder etwas von allen übrigen Modellen. Erst einmal schon in seiner Abmessung mit 5,31 Meter in der Länge, 2,75 Meter in der Breite und 2,83 Meter in der Höhe ist dieses Carport das längste und auch höchste im Vergleich.
Es hat wie gesagt ebenfalls eine freistehende Struktur und besteht nur aus zwei großen stabilen Aluminiumpfeilern. Diese tragen die komplette Struktur ohne Probleme und halten genau wie das freistehende Modell von Pelram bis zu 75 Kilogramm Schneelast pro Quadratmeter aus. Ein absolut ausreichender Wert für die Bedingungen in Deutschland. Das Modell besitzt ein leicht abgeschrägtes, aber gerades Dach aus Polycarbonat, also aus Rauglas, welches sowohl 100% Schutz vor UV-Strahlung als auch vor Regen bietet. Durch seine abgeschrägte Form kann der Regen auch sehr leicht abfließen, dafür gibt es hier auch eine extra Regenrinne. Das Modell hält sogar Windgeschwindigkeiten bis 122 km/h stand und liegt damit auf ähnlicher Höhe wie das Pelram Canopia. Das freistehende Carport von Cymex überzeugt wie gesagt vor allem durch seine überdimensionale Länge und auch Höhe. Zwar ist es nicht ganz so formschön wie das gebogene Pelram Arizona, dafür aber auch günstiger. Mehr Infos zum Modell über den vierten Link in der Videobeschreibung, vielleicht ist dieses Carport ja genau das Richtige für euch. Ansonsten bleibt jetzt noch mal kurz die 1-2 Minuten dran, denn wir möchten euch auch noch ein fünftes und letztes Carport vorstellen. Wieder eine klassische Doppelstützenstruktur mit jeweils zwei Pfeilern pro Seite. Es geht wieder um ein Pelram-Modell, das Verona 5000. Dieses besitzt eine Länge von 5 Metern, eine Breite von 2,97 Meter und eine Höhe von 2,18 Meter. Dieses Modell besteht wie alle Modelle von Pelram aus einer stabilen Aluminiumkonstruktion mit pulverbeschichtetem und witterungsbeständigem Lack. Und auch das Dach besteht hier aus zwar lichtdurchlässigen, aber UV-beständigem Polycarbonat-Doppelplatten, die super einfach am Carport zu installieren sind. Das Modell hält eine extreme Schneelast von 100 Kilogramm pro Quadratmeter aus, ist also natürlich um einiges stabiler als die freistehenden Modelle und kommt ebenfalls inklusive Regenrinne, durch die sich das Wasser auf dem Dach nicht sammelt, sondern ganz einfach auf dem Boden abgeleitet wird. Das Carport Verona ist das simpelste Carport im Vergleich, eines der klassischeren Modelle, welches im Vergleich aber auch das insgesamt günstigste ist. Wer also nicht unbedingt ein designtechnisch anspruchsvolles, freistehendes Carport haben möchte oder auch auf besondere Konstruktionen mit Pavillons verzichten will und einfach nur ein solides Carport für einen fairen Preis braucht, der ist mit dem Verona 5000 sehr gut aufgehoben. So sehen das auch die Kunden, das Modell wurde mit 4,6 von 5 Sternen bewertet. Mehr Infos erfahrt ihr alle über den fünften Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, findet ihr dort natürlich auch alle anderen Carports verlinkt. Hoffentlich konnten wir euch nun mit diesem Video weiterhelfen. 5 verschiedene Modelle mit verschiedenen Bauarten und Besonderheiten.